Hey, es ist Ronja, wir sind gerade durch den Boden gefallen, keine Ahnung wieso. Und oh Gott. Hallo. Wir schleichen hier durch die solche Zeitlupe auf dich zu. Hallo, Okay, wir sind hier im Geschwindigkeitssimulator und wir, wie man merkt, haben noch nicht allzu viel Geschwindigkeit. Ja, wir sind ganz schön am Rumschleichen. Speed 4. Und je länger wir laufen, desto schneller werden wir nämlich. Gilt das, was ich gerade tue? Ich weiß es nicht, ich denke schon. Ich habe jetzt Speed 5 schon. Echt? Nein, das zählt meins nicht. Dann zählt meins nicht. Oh, hüpfen ist mal normal schnell. Das ist irgendwie, es fühlt sich komisch an. Hä? Warte, was sind diese blauen kleinen Punkte hier? Hallo? Du siehst eine blaue... Oh, bist du jetzt schneller? Oh ja, da bist du schneller. Ja, das bringt doch was. Oder? Okay. Siehst ein bisschen aus, als ob du über den Mond joggst, weil du so ein... Keine Ahnung, Tempo drauf hast. Hallo, wir sind auf dem Mond. Ich muss sagen, wenn ich quasi jetzt nicht was anderes machen würde, würde ich als Astronaut gerne mal auf dem Mond rumhüpfen, denke ich. Das muss doch Spaß machen. Wenn du so keine Schwerkraft hast und du kannst durch die Gegend... Hinter dir ist ein Raumschiff, Ronja. Ja, dann. Oh Gott, das ist ein UFO, das holt uns gleich. Kommen wir hier ins Rainbow Island? Ich glaube, wir kommen noch nicht rein. Oh, doch? Guck mal. Siehst du das? Hier sind bunte Bäume. Kann man die abholen, diese kleinen Punkte? Wahrscheinlich, ne? Apropos Rainbow Island, was für eine Überleitung. Wir haben ein neues Minecraft-Projekt bei Easy und mir auf. Oh ja, nice. Und, also wir haben keinen neuen Kanal, das ist schon klar, aber wir haben ein neues Minecraft-Projekt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt da unbedingt mal vorbei. Also wir haben da eine große Playlist, da sind die ganzen Videos hintereinander weg verlinkt und dann ist es cool. Genau, da, exakt. Ne? Oh Gott, Halleluja, hast du den gerade gesehen? Minecraft Rainbow, ja, ich sehe Minecraft Rainbow, der swoosht hier durch die Gegend, nein, wie als wär's nix. Was? Ronja, sie stirbt. Ich sterbe, nein. Lottie Catgirl stirbt. Lottie Catgirl, ist alles okay. Brauchst du Wiederbelebungsmaßnahmen? Ich hab's Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Genau, gib mir mal einen Erste-Hilfe-Kurs, gute Idee. Warte, wollen wir mal das Race machen? Wir Speed 13, warte, ich möchte hier einmal noch den lila Ball abholen. Okay. Oh, der grüne war gut, 250 hat er mir gebracht. Nice. Ich frage mich, okay, was kann ich im Shop kaufen? Nein, das ist zweimal Multiplier. Nee, aber guck mal, wenn ich einen Multiplier kaufe, ja. Dann kann ich schneller multiplieren. Aber kann ich nicht, weil ich nicht genug Robux habe. Natürlich. Was ist Robux? Aber wofür? Also ich habe vorhin nämlich meine Steps verkauft für irgendwas anderes. Ich bin jetzt im Race drin. Du bist im Race, okay, join Race. Ich bin da. Okay, gleich geht's los. Und los! Und los! Ich war ganz vorne. Okay, okay, Ronja, okay. Das ist easy. Warte, nein! Warum bist du so schnell? Warst du das gerade? Nee, das ist der andere. Nein, das bin ich nicht. What the hell is... Oh Gott. Das wirst du... Du schummelst einfach. Oh, du bist viel schneller als ich. Ich hab Speed 15 und du? Ich hab Speed 18. Oh Gott, ich bin durch die... ja, ich auch. Ich glaube, der Typ hat das schon gewonnen. Okay. Ja. Kann man nicht ändern. So viel zum Rennen. Das hat uns jetzt nicht so viel gebracht. Ich frage mich, ob man sich hier irgendwas kaufen kann, was dir was bringt, was nicht Robux sind, sondern wo man da das Geld für verdienen kann. Weißt du, was ich meine? Weil man kann ja hier seine Schritte verkaufen. Und dann ist man wieder langsam. Okay. So wie ich das hier bei Join Right... nee, bei Trades steht das. Da kann ich Trade Steps for Points machen. Das kann ich machen. Dann bin ich wieder langsam. Aber dann... Weiß ich halt nicht, was mir das bringt. Ich glaube, du kannst dann im Shop... Kannst du dir... Nee, ich habe jetzt 7 Punkte. Was ist, wenn ich... Ah, für Schwarz und Weiß brauche ich 25 Punkte. Vielleicht bringt mir Schwarz und Weiß ja irgendwas. Ah, du kannst die Trails kaufen, meinst du? Genau, genau. Kann es sein, dass die immer länger werden, die Trails, wenn man... Vielleicht machen sich die Trails schneller. Ja, ich glaube auch. Das könnte sein. Warte, du hast schon 600 Schritte gemacht? Habe ich das? Woher weißt du das? Rechts in der Box steht das. 626. Ich bin hier alleine im Rennen. Das heißt, wenn ich mich jetzt nach vorne geschlichen habe, dann gewinne ich das Rennen. Pass mal auf. Hier ist nämlich außer mir keiner drin. Und das läuft ja, bis es zu Ende ist, denke ich mal. Ich bin mir sicher, Ronja, beeil dich. Schnell, ah, wenn jemand kommt. Ich beeil... Easy, nein! Ja. Easy, nein! Nein, no. Nee, der Schnelle macht es eh. Der ist... Ja, why? Oh, Mann. Warum tut er das? Das ist so gemein. Warte mal, beeil dich mal ein bisschen, Ronja. Ich beeil mich ja schon. Und hier auch. Ah, dann kannst du ein bisschen Parkour machen, okay. Yes. Dann, ich bin noch zu langsam. Ich kann den Sprung noch gar nicht. Ja, ich hoffentlich, wenn ich jetzt hier einen Speed schneller bin. Ja, zack. Ja, okay. Okay. Hier, über die Kante. Ja, bam. Perfekt. Und jetzt?
Verflixt. Ja. So nicht, nicht so wie ich. Mach's besser. Ich bin... Ach, nee, ich bin zu lahm. Nee, der Sprung geht nicht. Auch für den hinteren Sprung brauche ich mehr Speed. Mehr Momentum. Ich glaube, also man kriegt immer so ein Zehntel von seinen Schritten, denke ich. Oh ja, Ramp Area. Los geht's. Ah. Was ist das denn? Oh, wir sind auf dieser Insel. Ja, und was soll das jetzt bringen? Bauchklatscher ins Wasser. Keine Ahnung. Wir jetzt hier eine Rampe hochlaufen und... Platsch. Also, ja, siehst du? Platsch. Was hat mir das jetzt gebracht? Spaß. Verstehe ich nicht. Hattest du Spaß? Ja, ich hatte Spaß. Gott, das war gerade laut. Sorry. Vielleicht eine Kopfhörerwarnung für die Kinder rein. Oder für die anderen, die es gucken. Achtung, Isi schreit wieder. Ja. Und dunkelblau. So. 50, okay. So, 26 mit... Oh Gott, wie bist du auf 35 gekommen, du? 38. Verrückt. 37 Jahre alt. 38 Jahre alt. Confirmed. Ja, wissen wir jetzt Bescheid, ne? Du hast versucht zu verstecken, dein wahres Alter. Aber ja, jetzt, ja, genau. Jetzt ist es raus. Jetzt ist der irgendwas aus dem Sack. Vielleicht ich weiß nicht, wie die richtige Redewendung dafür geht. Ich bin schon 83. 83? Erzähle mal allen, ich wäre 38, aber das ist nicht wahr. Ich hätte dir geglaubt, deine Stimme klingt noch sehr jung. Du hättest für eine 83-Jährige. Cool. Glück gehabt. Ich sag, okay, wollen wir da mal rüber? Guck mal hier. Ich denke, wenn ich jetzt meine Sachen nochmal verkaufe, meine Trade Step Top Points. Nein, nein, nicht verkaufen. Doch, aber ist zu spät. Black and White kann ich jetzt equippen. Ja? Ja. Meinst du, das bringt was? Ich hoffe es. Ich hoffe ja sehr. Jetzt hab. Nee. Doch. Für 29 Points habe ich das jetzt gemacht. Und? Equipped. Ich habe immer noch. Die Punkte gehen nicht verloren. Du behältst die Punkte aus irgendeinem Grund. Ah, das ist ja cool. Ja, und jetzt, denke ich, werde ich schneller die Speedies hochkommen. Hoffe ich. Wenn nicht, dann habe ich gerade mein ganzes Geld zum Fenster rausgeschmissen. Bist du da vorne? Ich bin da, ja. Hallo! Hallo! Wie geht's dir? Wenn das jetzt wirklich nur eine andere Trailfarbe ist, ne, dann bin ich voller Trauer und Hass. Ich hoffe es nicht. Ja. Ja. Ich glaube, es ist einfach nur eine andere Farbe. Nein! Hä, aber wie sind denn die anderen Leute denn so schnell geworden? Das ja, kann guck ich... mal, die haben doch auch alle nur schwarze Trails, Ronja. Die haben nur schwarze Trails. Ah! Nein! Ronja! Was denn? Oh nein! Ah nein! Oh oh! Ich hab meine Hast du deine Punkte verkauft? Aber für 100 kannst du dir den nächsten Trail holen, glaube ich. Ich glaube, warte, habe ich oder? Schon Purple? Er Purple? Sagt mir equipped. Ja, ja, genau. Ja, die Punkte gehen irgendwie nicht weg. Das hat mich auch verwirrt am Anfang. Ah, die gehen aber nicht weg. Du musst jetzt Purple haben. Ja, man sieht es nur noch nicht. Und aber hast du das Gefühl, du wirst schneller? Ich bin jetzt schon Speed 3 und das nach wenigen Sekunden. Also ja, ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass du was bringst. Okay. Oh, kann sein. Tschu! Yes! Du holst, nie im Leben holst du das noch auf, sage ich. Nie im Leben. Das werden wir ja wohl noch sehen. Guck mal, der eine schreibt Go Racing. Wollen wir nochmal racen gehen? Oh, nee, ich glaube, mach du. Fühlst du es gerade zu langsam? Okay, ja, ich muss jetzt eh warten. Ah, nee, Join Runde, Race. Okay, bis dahin. Okay, ich hoffe jetzt, dass ich hier die. Ach nee, da ist schon wieder irgendein Renner. Es gibt immer den einen Wahnsinnigen, der da durchsprintet, der in jedes Race geht und sagt: Hier, die Neulinge. Den zeige ich's. Wahrscheinlich. Und blau, 250 Points. Was ist das hier eigentlich? Hast du das mal gesehen? Hier ist einfach irgend so ein Ding mit so einem großen Feuer. Ja. Und da kannst du hochhüpfen und da oben ist dann einfach... Da bist du in rotem Dampf. Aber es bringt dir nichts. Ja, da oben ist sonst so eine Kugel, die du dir holen kannst. Ah, ich bin übrigens jetzt Speed 13 und ich habe eine pinke Spur. Ja, Speed 14. Oh ja, schick. Es wird immer schneller. Ja, aber es wird wirklich schneller. Ja, ja, ich glaube. Aber dann war das gar keine Einbildung von mir. Nein, das war nicht eine gute Idee. ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher. Ich war noch so, vielleicht auch nicht. Weißt du, was ich mich frage? Ja. Ob man auf die Bäume draufhüpfen kann und ob man von da den Parcours machen könnte. Das wäre gut. Da sehe ich mich nämlich. Denkst okay. du nicht? Denkst du nicht? Doch, ich denke schon. Doch, okay, gut. Gut, ich nehme mich auch. Oh nee, ich kann nicht so weit hüpfen, leider. Vielleicht liegt es am Baum, vielleicht liegt es an mir, wir wissen es nicht. Ich sag am Baum. Ich sag garantiert am Baum. Rote Kugel. Zack. Ich bin jetzt schon auf 42 vom Speed her. Was bist du? 28. Oh mein Gott. 28, das geht viel schneller jetzt. Eieiei, okay, ich mach das nächste Rennen, mach ich noch mit. Einmal will ich ein Rennen gewinnen.
Das ist mein einziges Ziel in diesem Spiel. Ich möchte einmal ein Rennen haben. Wie mache ich ein Rennen? Ich bin drin. Wenn ich beide bin. Okay, ja. Och nee, Ariel. Ariel ist schneller als ich. Oder? Ist er das? Oh ja, ist er. Mist. Nein, Ariel! Ariel, wieso? Ich will das nicht. Ariel will uns alles zerstören, was uns glücklich macht. Danke dafür, Ariel. Ja, ja, wo bist denn du? Ich bin in den Dings, wo man immer diese Kreise läuft, sammelt. Ah, beim Rainbow Land. Dein ja. Ding sieht du richtig süß aus, dein. Komplett rauszoomen. Mein komplett Cape, rauszoomen. Weißt du, ja. Zoom dein... mal komplett raus und guck dir mal an, wie das aussieht. Das sieht irgendwie verrückt aus. Nein! Stell dir vor, du könntest jetzt hier durch die Gegend zwuschen, tatsächlich. Also wirklich rennen und nicht nur so wie wir rennen. Wie der erste rennen, weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Das wäre nice. Schon. Dann könnten wir. Oh, ich frage mich, ob ich jetzt über die Brücke. Ja! Ich glaube. Guck mal. Yes! Halleluja! Cool. Schnell genug, endlich. Warte, hier war dieser Parcours, oder? Irgend so einer? War das das, wo du auf die Hausdächer konntest? Nein, das war woanders. Okay. Ja, Orientierungssinn ist nirgendwo gut, leider. Ist da. Ist da. Nicht. Warte, können wir auf das UFO oder können wir uns von dem UFO einsaugen lassen? Ist das das ultimative Ziel in diesem Spiel? Vielleicht. Wir wissen es nicht. Hier in das Haus komme ich auf jeden Fall nicht rein. Ich würde gerne ins UFO. Da ist noch ein blauer hinter dir. Ich bin enttäuscht. Egal. Ja. Ich möchte nochmal hochspringen. Vielleicht kommen wir ja jetzt auf die Dächer. Ja, dann lass uns einmal nochmal durch die Dächer hüpfen. Okay. Dann sammeln wir da unsere. Da sind richtig viele Geschwindigkeitsbälle. Dupe. Okay. Hier ist der Stab, oder? Gucken, wer zuerst oben ist. Und. Ja. Warte, dafür muss ich ranzoomen, sonst kriege ich das nicht hin. Okay, und eins, oben. Zwei, yes. Drei, und... Ah, ich bin zu weit jetzt bin ich... Man hüpft auch weiter, gell? Man hüpft viel weiter. Nicht nur schneller, man ist auch ein guterer Hüpfer. Ich kann nicht mal Deutsch. Ein guterer Hüpfer. Du bist na toll, Deutsch 6 Sätzen, ha? Huh? Hier, oh, ja, zack. Auch. Verdiente 6, das ist ja verdiente 6. Okay, warte. Hier geht's gar nicht so weit weiter, wie ich dachte, dass es weit weitergeht. Schade. Wie viele Level hast du? Wie viel Speed? Ich habe Speed 46, ja. Wow. Ich bin quasi Flash, der schnellste Mann der Welt. Hey, du hast voll schnell gelevelt. Ich bin jetzt auf Speed 40. Aber ich frag mich ab, wie viel Speed wir durch das Dings kommen. Durch das Tor, weißt du? Durch dieses Tor mit den gelben Bäumen. Das Tor mit den gelben Bäumen? Ja, das Tor mit den gelben Bäumen. Ich weiß nicht mehr, was du meinst. Wo ist denn da ein Tor mit gelben Bäumen? Naja, dahinter sind doch gelbe Bäume, wo wir nicht durchkommen. Hä? Na. Guck dich doch mal um. Hier sind... Ach so, doch da. Ja. Yeah. Aber da ist kein Tor. Naja, doch, aber mir ach so, ist ein da Tor. Ist eine Wand. Stimmt, ja. Das ist mein Tor. Ja. Ach so, ich dachte, vielleicht bist du auch schon so weit, dass du kein Tor mehr siehst, weil du schon fertig bist. Eine Wand, aber ich komme da nicht durch. Aber ich denke, vielleicht mit 50 komme ich durch. Ich muss nur noch kurz rennen. Ja. Bei 49 gerade. Dann würde ich es nämlich nochmal probieren, weil ich glaube, 50 ist so eine gute Zahl dafür, oder? Ja, wahrscheinlich. Würdest du sagen. Hier, zack, nehme ich nochmal mit. 25 Schritte und... Noch nicht, aber gleich. Ja. Bald. Jede Sekunde. Wetten, ich bin dann auf 50 und es geht einfach trotzdem nicht durch das Tor durch. Und ich bin dann einfach umsonst hier durch die Gegend gerannt. Das ist nicht unwahrscheinlich. Jetzt 50! Und? Lass mich durch! Und? Nee. Nein. Nee. Oh, Mann, ja. Naja, gut. Wir haben es versucht. Was bist du denn? Du bist doch auch schon weit. 43. 44. 43. Guck mal. Aber 50 bin ich noch nicht. Voll krass. Das ist, ich bin erst 43 Jahre alt. Erst 43. Ja, kannst du mal sehen. Ich bin noch keine 50, keine alte Schachtel wie du. Nee, ja, das ist wahr. 52 schon, so langsam, ne? 53. Eieiei, ne? Langsam kommen die Falten, die grauen Haare sind schon länger da. Ja. Wer weiß. Das ist böse. Das ist böse. Ganz aber wollen wir jetzt noch Rennen machen? Wir machen noch ein Rennen. Okay, diesmal. Okay, ab diesmal. Race. Ich spür's. Joint Race. Warum? Nein! Nein! Das war unfair. Da ist der erste schon... Nein! Okay, nee, hier, Joint Race. Diesmal wirklich. Okay. Okay, ich renne. Nein, es hat noch nicht angefangen, Ronja. Doch! Nein, hat es nicht! Gewonnen! Nein, jetzt nochmal. Hi, Easy und Ronja. Euer neues Rainbow-Projekt ist richtig cool. Das ist euer Lieblingsprojekt. Ist jetzt schon mein Lieblingsprojekt. Oh, wie süß. Hab ich auch gesehen. Okay, Joint Race. Oh, Ronja, okay, ich jetzt schon an. Doch. Der erste war schon so weit. Okay.
Einfach noch John Race, wir schaffen es gleichzeitig. Auf jeden Fall, schau auf jeden Fall bei dem neuen Projekt vorbei. Ja, das ist mega von Ronja nice. Und mir, das ist, Mann, du bist so viel schneller, es ist so ärgerlich. Nein! Das bringt nur 250 Steps, das bringt gar nicht so viel. Das bringt richtig viel. Na, 250? Ja, das ist voll viel. Nein, der Typ ist so viel schneller als ich. nein, lass mich. Ja, ich habe gewonnen, danke. Okay, das war's dann aber auch, würde ich sagen, mit dem Speed-Simulator. Ich weiß nicht, wie lange wir noch brauchen, bis wir durch dieses Tor da hinten können, zu den gelben Bäumen. Aber es geht immer noch nicht weg. Es ist immer noch eine schwarze Wand da. Beziehungsweise so eine dunkle, keine Ahnung, Glaswand. Ja, ja, ich weiß. Naja, sehr belastend. Aber falls ihr wisst, ja, wie lange man da noch rennen muss, bis man da durchkommt, dann könnt ihr mir das ja gerne mitteilen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, guckt unbedingt bei Easy und mir das neue Rainbow-Projekt. Das ist auf beiden Kanälen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. YouTube-Projekt. Ciao.